Meine Lieben, es ist wieder soweit. Es ist Sarah Time. Heute aus meinem Bett, weil, wie ihr das vielleicht auch schon mitbekommen habt, bin ich krank. Ich liege zu Hause flach mit einer Lungenentzündung und einer Mittelohrentzündung. Und weil das ja alles nicht genug ist, habe ich durch den ganzen Husten mir jetzt auf der rechten Seite auch noch mein Zwerchfell entzündet. Leute, ich sag's euch, ich habe solche Schmerzen, ja. Auch wenn man es mir vielleicht gerade nicht ansieht. Ich schluck Antibiotika, Schmerzmittel, Sachen für meine Nebenhöhlen zu inhalieren. Und, ja. Ich habe einfach keine Kraft mehr, keine Energie. Lieg den ganzen Tag nur zu Hause und guck irgendwelche Serien an. Ich habe jetzt schon The Client List angeschaut. Das ist sehr gut. Komplett durchgeguckt. Jetzt bin ich gerade bei Lost. Bin ich gerade dabei. Ist bis jetzt auch ganz cool. Wenn ihr irgendwelche Sachen zu empfehlen habt, dann bitte drunter schreiben, weil ich glaube, ich liege noch ein paar Tage, Wochen flach. Gut. Ich langweile mich einfach und deswegen habe ich gedacht, ich tue jetzt hier einfach so meine Kamera aufstellen, ja, und labere euch einfach ein bisschen zu. Ja, ich habe ganz, ganz viele Anfragen bekommen, dass ihr wissen wollt, wann ich meine Brüste habe machen lassen. Genau. Und wie viel die gekostet haben, ob ich Schmerzen hatte und wie das einfach so alles abläuft. Und dann habe ich mir überlegt, warum nicht, ja? Deswegen kommt jetzt ein exklusives Video für euch über meine Brust-OP. Dann wünsche ich euch viel Spaß und dann werden wir mal alle Fragen klären hier. Let's go. Ja, ich fange einfach mal von ganz, ganz vorne an. Ja, also damals war ich ja etwas fülliger vom Gewicht her und habe dann ziemlich viel abgenommen und hatte eigentlich noch nie viel Busen. Ja, aber durch das Abnehmen habe ich einfach alles verloren. Ich hatte dann so einen kleinen, Wie wenn man einen Luftballon aufbläst und da einfach die Luft dann rauslässt. Und so sah mein Busen aus, ja. So richtig schlaff und der ging dann so spitz und ich hatte überall Dehnungsstreifen. Und ich habe mich nicht wohlgefühlt, wenn ich mich im Spiegel angeguckt habe. Und dann habe ich einfach gesagt, ich will irgendwas machen lassen. Das geht nicht. Ich fühle mich scheiße, ich fühle mich unwohl, ja. Habe mich dann mit 17 bei 3 verschiedenen Ärzten beraten lassen. Habe mich für einen entschieden und kurz nach meinem 18. Geburtstag habe ich mich dann das erste Mal operieren lassen an meinem Busen. Ja, das Ganze habe ich damals über den deutschen Ärzteservice gemacht. Der bietet einfach sehr, sehr günstig Schönheitsoperationen an, damit man das junge Menschen nicht ins Ausland gehen. Ich glaube, ich habe für die erste OP 3.400 € bezahlt, da war aber BH mit dabei, Medikamente, Übernachtung, also wirklich das All-Inclusive-Paket. Und dieses Geld hatte ich natürlich nicht, ja, weil ich komme nicht, ich habe nicht den Luxus und komme aus einer reichen Familie. Wir erarbeiten uns alles selber. Ich habe mich dann damals nach der Schule, bevor ich in der Bank angefangen habe, meine Ausbildung zu machen, habe ich ein Jahr, ohne Witz, Vollzeit bei Burger King gearbeitet und habe mir dort viel Geld, also ich habe ja gar kein Geld gehabt und habe dann bisschen was verdient. Für mich war das bisschen viel Geld, weil ich ja nichts hatte und habe mir dann viel Geld auf die Seite gespart, ein Jahr lang und habe mir dann selber, jeden einzelnen Cent habe ich selber bezahlt, gell? Ich habe nichts bekommen, nichts von Mama, nichts von Papa, nichts von Oma, nichts von Opa, ich habe mir alles selber bezahlt. Habe ich mir dann mit dem Verkauf von Whopporn, ja, habe ich mir meine ersten Brüste bezahlt. Ja, und da war ich sehr, sehr stolz drauf. Ja, das war dann kurz nach meinem 18. Geburtstag. Ich habe mich natürlich beraten lassen. Ich habe mich für den Schnitt unter der Brust entschieden. Der ist dann ungefähr so groß, ja, so 4-5 cm maximal, wenn überhaupt. Und ich habe mich für runde Implantate entschieden, aber die waren weich. Das heißt, warte, ich zeige euch mal. Ich habe nämlich einen da. Einen Moment. So, jetzt fragt mal, warum ich eins da habe. Das erzähle ich euch nachher, okay? Ja. Da habe ich auf jeden Fall so ein Implantat und das ist ein weiches Implantat. Das heißt, wenn man liegt, dann ist es natürlich ein bisschen fester und wenn man sich hinsetzt, dann fällt es auch wie so eine natürliche Brust. Und wenn man nach rechts liegt, dann fällt es nach rechts und wenn man nach links geht, fällt es nach links. Also es ist einfach so ganz weich. Und wenn ich es gerade schon in der Hand habe, diese Implantate sind ja relativ stabil, ja. Also es ist nicht so, dass die platzen oder kaputt gehen. Das ist wie so eine Gummibärmasse da drin. Und man kann die auch wirklich zusammenquetschen, ja. Also da passiert nichts. Sehen Sie das? Hey, da passiert echt nichts. Ja, und ich habe mir die unter dem Brustmuskel operieren lassen. Ich bin ein bisschen zudecken, sonst kriege ich Ärger, weil ich krank bin.
Ja, ich habe mir die unter dem Brustmuskel operieren lassen, weil ich einfach nicht wollte, dass man hier oben so diese Implantate sieht, ja. Und das sind sie einfach ein bisschen mehr versteckt und haben mehr Halt. Und deswegen habe ich sie drunter machen lassen. Es tat sehr, sehr weh, ja, weil man muss ja die Haut aufschneiden, dann den Muskel aufschneiden, dann kommt das Implantat drunter, ja, und dann wird das Ganze dazu genäht. Und aus der Achsel kommen dann die Drainagen raus, wo dann die Nacht über das Blut rausläuft, ja. Und dann liegt man einfach den ganzen Tag so dran und dachte erst schon, okay, du, ich hab kotzen müssen. Ich bin umgeflogen, bewusstlos, weil ich zu schwach war. Das ist die Vollnarkose, die ist echt nur zum Spaßen, ja. Trotzdem bereue ich es nicht, weil ich würde es sofort wieder machen, weil ich meine Brüste einfach liebe, ja. Trotz alledem hatte ich dann 360 Milliliter drin. Das ist auf jeden Fall das Implantat, weil ich habe mich nochmal operieren lassen müssen. 6 Jahre später, das heißt, das weiß eigentlich noch niemand und jetzt sage ich es offiziell, ja. Ich habe mich im April 2015, April war es, glaube ich, ja, April 2015 nochmal operieren lassen müssen auch, ja, weil einfach es sind 6 Jahre vergangen. Ich hatte paar Komplikationen mit dem Implantat. Es ist nicht gut eingewachsen, es war sehr, sehr beweglich. Ich hatte ein bisschen Schmerzen, wenn ich auf dem Bauch gelegen bin. Und dieses Rippling hat sich auch ein bisschen abgezeichnet. Also das heißt, wenn das Implantat so fällt, hat es ja so Falten und das hat man bei mir ein bisschen gesehen. Also es waren einfach so ein paar Dinge, die nicht gepasst haben. Und das größte Ding, was nicht gepasst hat, wenn ich so vor dem Spiegel stand, ja so, dann waren die Implantate zu schmal für meinen Brustkorb. Das heißt, wenn ich so dran gestanden bin, hat man meinen Brustkorb gesehen und dann kamen hier so die Implantate. Ist schwierig zu erklären, aber ich hoffe, ihr checkt das, ja. Und ich wollte einfach, dass ich so dran stehe und die Implantate hier so ein bisschen rauskommen. Also, dass einfach diese weibliche Form man so hat. Ja, und dann bin ich nach Stuttgart gefahren zum Dr. Christian Fitz. Ja, der Herr Fitz, der ist in Stuttgart auf der Karlshöhe, hab so viel Gutes von ihm gehört und habe mir gedacht, da gucke ich mal vorbei. Ja, und er hat mir dann einiges erklärt und erzählt und gemacht und ich habe mich dann dafür entschieden, mich bei ihm operieren zu lassen. Und jetzt habe ich meine neuen Brüste und es hört sich echt unglaublich an, aber ich habe jetzt 560 Milliliter pro Seite drin, ja. Ich habe aber immer noch meine alten BHs an, die ich davor auch anhatte. Ich habe immer noch ein C-Körbchen. Der einzigste Unterschied ist einfach, dass die breiter sind. Also nicht viel höher, nicht viel größer, aber einfach breiter. Diese Brüste hat übrigens noch niemand gesehen, ja? Weil ich habe mich jetzt echt schon fast ein Jahr lang, ich will nicht lügen, aber fast ein Jahr lang, ich habe mich schon ein Jahr lang nicht mehr ausgezogen, ja? Und deswegen, die Brüste hat noch niemand gesehen. Alle Bilder vom Playboy, das sind alles meine alten Brüste. Ja, schmerzenstechnisch finde ich einfach, wer schön sein will, muss leiden. Ja? Das heißt, man kann diesen Schmerz aushalten, ohne Probleme. Natürlich tut's weh, natürlich ist es eine Vollnarkose, natürlich hat man Narben und es tut weh, muss man natürlich sagen. Aber ich habe mich nämlich riesig auf meine Brüste gefreut, deswegen war der Schmerz leicht für mich auszuhalten. Jetzt bin ich krank, ja, und war jetzt fast jeden Tag beim Blut abnehmen. Glaubt ihr mir, wie schlimm das für mich ist? Da könnte ich fast heulen. Und dann sagt meine Mama mal so, ja, sich unter das Messer legen und sich Brüste machen lassen, das kann man, aber beim Blut abnehmen laufen die Tränen. Ja, ja, das ist einfach so ein Ding, was im Kopf drin ist. Man freut sich einfach, die Brüste zu bekommen und dann denkt man so gar nicht an den Schmerz dran. Ja, bei der zweiten OP habe ich natürlich nach einem spezialisierten Arzt gesucht, ja, der mir empfohlen worden ist. Und die sind natürlich ein bisschen teurer, aber Leute, ich empfehle euch das. Es geht um euren Körper. Also wenn ihr sowas vorhabt, guckt euch genau an, wo ihr euch operieren lasst, bei welchem Arzt und investiert lieber 2.000, 3.000 Euro mehr und ihr wisst, dass alles passt und alles sauber ist und ihr in guten Händen seid, als wenn ihr weniger Geld ausgibt. Das ist einfach euer Körper. Genau. Ja, ich bin auf jeden Fall total happy.
Ja, ich habe euch jetzt auch ein paar Bilder gezeigt und alles. Wenn ihr sowas vorhabt, dann informiert euch genau. Welche Implantate wollt ihr haben? Wollt ihr runde Implantate? Dann gibt es auch solche tropfenförmige Implantate. Es gibt verschiedene Höhen von Implantaten. Es gibt einfach so, so viel, auf das man einfach achten sollte. Und deswegen ist es einfach wichtig, zum richtigen Arzt zu gehen. Ja, ich bin auf jeden Fall happy. Die sind schön weich. Meine Narbe kann ich euch noch kurz zeigen. Die ist auch gut verheilt. Aber, was sieht man die? Die ist echt gut verheilt. Die ist genauso in der Falte, von dem her. Passt schon. Ja, das war mein Video. Ein paar Infos über meine Brustoperation und über meine Implantate. Wenn ihr darüber noch mehr wissen wollt, dann sagt mir einfach genau was, damit ich weiß, was ich drehen soll und was ich plappern soll. Und, ja, ich bin ehrlich zu euch, ich teile alles mit euch, ihr merkt es langsam. Und wenn euch das auch gefällt, dann zeigt mir das einfach mit dem Daumen nach oben, das würde mich riesig freuen. Und dann sehen wir uns wieder, wenn es wieder soweit ist, Sarah Time! Ich habe euch ganz doll lieb und ich danke jedem für das Abonnement. Ja, und dann noch eine ganz Kleinigkeit, bei meinem letzten Video, mein Everyday Make-up Routine, wurde es diskutiert, dass ich hier hinten meine Ecke der Bibi nachgemacht habe. Das ist auf jeden Fall nicht der Fall, ja, sowas habe ich nicht nötig. Ich finde auch, es geht darum, wer hier vorne sitzt und nicht, was hinten drum passiert, ja. Mein Bett und alles ist in diesem Ding drin, es ist IKEA, Leute, IKEA. IKEA, da geht ungefähr jeder Mensch rein, ja. Diese Kiste, die hat ungefähr jeder dritte Mensch daheim stehen. Also, bitte nicht immer alles auf die Goldwaage legen. Also, ich wünsche euch einen wunderschönen Tag und ich lege mich jetzt weiter hin und tue meine Lungenentzündung auskurieren und hoffe, dass ich ganz, ganz schnell wieder gesund werde. Muah! What?